Hallo zusammen, mein Name ist Andy Dino Jussa. Ich bin Engagementförderer in der Gemeinde St. Bonaventura und Heiligkreuz in Remscheid-Lennep und Remscheid-Lüttringhausen. Gewissermaßen der Kollege von Andreas Romano hier in St. Antonius. Ja, wir leben in einer merkwürdigen Zeit, eine Zeit, die uns alle irritiert. In Kürze beginnen wieder Gottesdienste. Wir wissen nicht, wie die genau aussehen werden, wie die Menschen sich dabei fühlen werden. Was in dieser Zeit fehlt, ist Begegnung. Echte Begegnung. Das ist das, was für uns Menschen wichtig ist. Da, wo Austausch geschieht, da, wo Empathie möglich wird, da, wo Verständnis und Verstehen ermöglicht wird. All das ist in gewohntem Maße zurzeit nicht möglich. Ich bin mir auch nicht sicher, wie weit sich Gemeinschaft in heiligen Messen unter diesen Umständen herstellen lassen. Nach meiner Meinung liegt, glaube ich, der Fokus jetzt auf dem, was die Menschen benötigen, und das ist eben Begegnung und Austausch. Vielleicht sollte der Fokus jetzt ein bisschen stärker gerichtet werden auf die Diakonia, auf das, was Menschen fehlt, was Menschen benötigen und wozu wir Hilfeleistung geben können. Auch hier in St. Antonius finden sehr viele Projekte statt, die Menschen da helfen, wo Defizite bestehen. Der Andreas Romano, mein Kollege hier, ist ja sehr agil, wie Sie alle wissen, und er koordiniert eine Unmenge von kleinen und größeren Projekten, in denen Menschen geholfen wird, in denen Menschen ihr Leid loswerden können, in denen Menschen einfach Unterstützung finden. Ich würde Sie alle einladen, da wo Sie können, mitzuwirken, mitzuhelfen. Das hilft nicht nur dem anderen, der anderen, das hilft auch Ihnen selbst, das hilft uns allen. Und ich glaube, dass die Kirchengemeinde St. Antonius in Wuppertal-Raben ein wirklich gutes Forum für solche Hilfestellungen ist. Machen Sie mit!